Verdammt, McNamara, warum haben Sie das nicht eher gesagt? Aber Mr. President, ich habe doch... Ich werde sofort unsere Leute da unten verständigen. Wenn Saigon in die Hände des Vietcong fällt, dann gute Nacht. Die ganze westliche Welt hängt in diesem Moment am Seil. Guten Morgen, Vietnam! Was? Wirklich? Ich informiere sofort den Präsidenten, Sir. Wir rufen Sie so schnell wie möglich zurück. Ja. Mr. President, das war Präsident Yem. Er sagt, dass das Militär in seinen Palast eingedrungen ist. Offenbar ein Staatsstreich. Er fürchtet um sein Leben. Frischen Sie mein Gedächtnis auf, McNamara. Wer ist nochmal Präsident Yem? Der von Ihnen unterstützte Präsident Südvietnams, Sir. Wenn er vom Militär getötet wird, dann könnte das den geplanten Frieden in Vietnam über Jahre hinaus verzögern und unzählige Menschenleben kosten. Verdammt, McNamara! Warum haben Sie das nicht eher gesagt? Aber Mr. President, ich habe doch... Ich werde sofort unsere Leute da unten verständigen. Wenn Saigon in die Hände des Vietcong fällt, dann gute Nacht. Die ganze westliche Welt hängt in diesem Moment am Seil. Wen haben wir denn da? Entschuldigung, Mr. President, ich wollte nicht stören. Oh, meine Liebe, Sie stören doch nicht. Mr. Kennedy! Ach, dieses blöde Telefon. Ich wollte fragen, ob Sie vielleicht noch etwas brauchen? Nein, wir haben alles. Vielen Dank, Miss Paula. Der Präsident muss jetzt ganz dringend einen wichtigen Anruf... McNamara! Miss Paula will doch nur ihren Job machen. Was sind Sie bloß für ein Mensch? Was haben Sie denn so im Angebot? Außer Ihrem... umwerfenden Aufsehen und ihrem geradezu betörenden Geruch. Ist das Patchouli? Nein, Mr. President. Es nennt sich Joy von Dior aus Frankreich. Oh, Joy von Dior aus Frankreich. Oh, vielleicht sollten wir einen kleinen Abstecher nach Paris machen und ihren Flakon auffüllen. Der ist doch bestimmt ganz ausgetrocknet, ihr kleiner Flakon. Mögen Sie Pariser? Mr. President. Präsident Yem, Staatsstreich in Südvietnam. Ja, schwierige Lage. Ich werde mich da jetzt sofort reinhängen. Und Miss Paula kann mir dabei helfen. Ich kann den Hörer halten, damit ich die Hände frei habe zum Recherchieren. Kommen Sie, wir gehen in den Laderaum, da sind wir ungestört. Machen Sie das mit dem Telefon. Aber Mr. President, Sie müssen... Das ist ein Befehl, McNamara. Natürlich, Mr. President. Hallo, Präsident Yem. Ja, ich habe leider schlechte Nachrichten für Sie. Schlechte Nachrichten? Kann ich mit Präsident Kennedy sprechen? Nein, der Präsident selbst ist leider gerade... Wie? Verhindert. Es tut mir leid, Sir. Es tut Ihnen leid? Holen Sie mir sofort Präsident Kennedy an den Telefon. Hier ist im Palast diese Rebellen und schießen auf dich. Sie werden bedroht und Sie haben versprochen, uns zu helfen. Zu köstlich.